Wir sind mal wieder im Haus unterwegs und wir streichen jetzt das erste Kinderzimmer. Ich zeige euch das mal. Und wir haben gerade schon den Laminat gekauft, den wollte ich euch auch mal direkt zeigen. Das wisst ihr auch direkt, welcher Laminat hier verlegt. Und wir sind hier gerade bei Lias Zimmer. Hier ist der Laminat. Es ist, alle werden es kennen, derselbe wie bei uns jetzt zu Hause. Er ist einfach echt schön. Wir haben passende Fußleisten noch geholt und auch so Übergangsschienen. Und hier wird jetzt gerade abgeklebt. Farbe haben wir uns für diese hier entschieden. Einfach mal was anderes als nur ganz einfach rosa. Einfach mal was Schönes, bisschen fliedermäßig. Hier bei Juna geht es auch voran. Hier wird nämlich Laminat gelegt. Ich denke aber noch nach. Felix denkt aber noch nach. Hallo meine Lieben, ein neuer Tag im Haus. Wir sind gerade alle wieder dabei, wir haben Sonntag, heute ist Muttertag und wir sind alle fleißig wieder am Werkeln. Hier haben wir gestern noch komplett ja die Tapete abgerissen und jetzt habe ich gerade angefangen mit dem Fußboden hier. Genau, hier seht ihr das. Ich habe jetzt überall erstmal hier die Fußleistenhalter abgemacht, die waren hier überall fest. Und jetzt habe ich hier schon angefangen, das abzureißen. Der ist ein bisschen festgeklebt, aber es geht ganz gut. Ich werde hier jetzt mal Platz machen, damit ich da einmal komplett rausnehmen kann. Das fehlt nämlich noch. Die Männer sind draußen und machen einen Zaun hin. Dafür mussten sie einen riesengroßen Bambus rausreißen. Das war richtig viel Arbeit. Aber die sind jetzt gleich fast fertig. Genau, jetzt kommt der Zaun endlich rein. Seit einer Stunde nur am Axt und Schaufeln und sowas wegen diesem blöden Bambus. Ja, heute ist ein besonderer Tag für mich, denn heute werde ich es auf Instagram veröffentlichen, dass wir umziehen werden und dann natürlich auch auf YouTube. Deswegen ist es ja ein bisschen besonders für mich, weil wir es natürlich jetzt auch schon fast einen Monat geheim halten. Aber halt einfach alles safe sein sollte. Ne? Die Kinder sind oben. Ich kann euch oben nochmal zeigen, da wurde nämlich auch schon ganz, ganz viel gemacht. Der Flur ist nämlich zum Teil oben schon gestrichen. Zeige ich euch das mal. Hier seht ihr das ganz gut. Also hier wurde gestern noch gestrichen, aber ich zeige euch jetzt mal die Kinderzimmer. Das hier ist ja Junes Zimmer und da haben wir ja gestern komplett den Laminat fertig gemacht. So sieht es aus, richtig schön hell und freundlich. Und ja. Okay, mache ich gleich. Und hier sind ja auch schon die Fußleisten, die nachher rankommen. Die haben wir auch schon hier gekauft und genau. Dann gehen wir mal rüber zu Lia. Da ist nämlich auch schon ein bisschen was passiert. Hier das Zimmer liegt auch schon komplett der Fußboden. Hier schlafen Mama und Papa. Hier wurde gestern auch noch weitergemacht und zwar ganz viel gespachtelt. Und jetzt wird hier auch noch weiß gestrichen. Ich mach den Boden jetzt raus hier. Muss den nachzuschauen. Ja, genau, irgendwie. Er wollte auch, er wollte auch. Ja, weil, ja, nicht. Hilf, hilf, hilf. Reiß hier. Reiß. Helf uns mal kurz. Mach, das ist halt Leistungsloch, ne? Reiß hier ab.
Ihr Lieben, die Männer sind fertig mit dem Zaun. Ich wollte das Ergebnis natürlich zeigen. Es hat gerade ein bisschen geregnet, aber gerade ist hier Pause mit Regen. Deswegen zeige ich euch einmal. Also wir haben hier jetzt schön 10 Meter Zaun, damit die Kinder hier nicht mehr raus können. Vorher war das komplett offen. Jetzt ist hier alles zu. Hier vorne kommt auch noch was hin. Genau, sieht richtig schick aus, oder? Übrigens liebe ich den Garten. Richtig schön. Ich wollte euch drinnen noch kurz das Wohnzimmer zeigen. Da haben wir den Boden komplett rausgerissen gehabt und weiß gestrichen. So, hier liegt der Boden. Den haben wir schon eingerollt. Und hier ist jetzt alles frei. Und hier ist auch nicht mehr das Grün an der Wand. Das haben wir auch einmal übergestrichen. Der muss aber trotzdem noch einmal rüber. Man sieht so einen kleinen Schatten noch. Ja, aber sonst ist das schon mal jetzt das Wohnzimmer. Hallöchen, meine Lieben. Erst waren wir am Muttertag im Haus. Und jetzt sind wir auch noch am Vatertag im Haus. Wir sind eigentlich nur noch im Haus. Wir wohnen hier eigentlich schon fast. Echt verrückt. Aber wir möchten halt fertig werden, damit wir auch einziehen können. Ja, und deswegen, heute sind wir wieder hier und wir nehmen euch heute wieder mit. Ich glaube, ich habe euch das Wohnzimmer noch gar nicht gezeigt. Das Wohnzimmer ist nämlich komplett weiß gestrichen. Das hat Felix die letzten Tage gemacht. Und jetzt kommt hier ein bisschen Farbe an die Wand. Ich zeige euch auch gleich, für welche Farbe wir uns entschieden haben. Und dann zeige ich euch auch gleich die oberen Zimmer. Denn da wurde auch schon ganz schön viel gemacht. Hier ist jetzt abgeklebt. Da kommt das Sofa später hin. Und dahinter wollten wir so ein richtig schönes Beige haben. Und das ist eher so ein Beige-Grau für uns, wie wir uns entschieden haben. Aber hier ist die Farbe, wieder von Altina, feine Farben. Genau, Zauber der Wüste Nummer 7. Ich hoffe, das ist nicht allzu dunkel. Genau, so wie es auf der Verpackung ist hier, das wäre schon optimal. Sowas haben wir uns nämlich auch vorgestellt. Also jetzt einmal ein Einblick aus dem Wohnzimmer. Hier, wie gesagt, kommt jetzt das schöne Beige hin. Das ist jetzt gerade schon abgeklebt. Wir haben uns hier für einen kleinen Streifen entschieden, der weiß bleibt. Und oben haben wir komplett, ne? Also bis zur Decke wird da wirklich komplett gestrichen. Und hier, wie gesagt, wurde überall weiß gestrichen, alles gespachtelt. Noch hier war ja vorher Tapete drauf. Die haben wir komplett runtergenommen. Und jetzt, wie gesagt, hier einmal auch hier. Hier habe ich ja gestrichen. Auch einmal alles weiß. In der Küche hat sich übrigens noch nichts getan. Hier ist Felix nur gerade am Auswaschen. Aber hier kommt natürlich auch noch weiß. Aber das wird auch, glaube ich, echt der letzte Raum, den wir jetzt irgendwie machen werden. Da gibt es einfach mehr Priorität. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz nach oben. Da kann ich euch oben mal Lias Zimmer zeigen, weil da hat sich natürlich auch einiges getan. Da haben wir ja auch gestrichen gehabt. Und das war ein Riesendesaster wirklich mit dieser Farbe. Also wir wissen nicht genau den Grund, aber das sah nach dem zweiten Mal Streichen einfach unglaublich schrecklich aus. Ja, jetzt habe ich nochmal ein drittes Mal nachgestrichen und es sieht wunderschön aus. Es war sehr, sehr fleckig. Ich habe sogar auf Instagram gefragt, ob irgendjemand Erfahrung mit der Farbe hat, aber alle waren rundum zufrieden. Und ich denke nur, es lag hier irgendwie an dem Untergrund. Aber jetzt ist es auf jeden Fall richtig schön. Das hier ist Lias Wand. Genau, das ist auch von Alpina. Kann ich euch auch nochmal die Farbe zeigen. Ich glaube, ich hatte sie euch schon mal gezeigt. Ich bin kurz oben, Schatz. Das ist diese hier. Das habe ich hier auch gerade mit den Kindern mal aufgeräumt. Wir haben hier also mal schön gefegt. Und hier lag noch Trittschalldämmung zum Beispiel. Haben wir auch erstmal weggeräumt. Die Fußleisten sind schon zugeschnitten. Die werde ich jetzt, denke ich mal, gleich noch schnell festkleben. Und dann ist dieser Raum auch fertig. Laminat kennt ihr ja, glaube ich, ne? Der wurde hier genauso verlegt wie bei June drüben. Und ich finde diese Kombi einfach so schön. Wir gehen jetzt noch mal kurz bei June ins Zimmer. Da habe ich nämlich vorhin einmal ausgemessen wegen der Tapete. Hier kommt eine richtig schöne Tapete hin mit Holzpaneelen. Das wird auch richtig schön aussehen. Da muss ich jetzt einmal ausmessen. Und hier ist ja auch derselbe Boden. Und hier haben wir denselben Boden nochmal. Wofür ist der Boden, Schatz? Dass man nicht ausrutscht. Nee, das ist für Schlafzimmer. Schlafzimmer. Ja. Genau, da kommt noch ein Schlafzimmer. Hier haben wir jetzt gerade die ganzen Sachen aus Lias Zimmer. Badezimmer hat sich nichts verändert. Hier kommt auch fast nichts rein. Also hier kommt ein Unterschrank hin. Hier vielleicht noch ein kleiner Schrank. Und hier kommt ein ganz, ganz kleiner Wickeltisch hin. Sonst war es das auch hier. Morgen oder... Oh, hier heilt das gar nicht so doll in dem Raum. Wahrscheinlich wegen dem Teppich. Entweder morgen oder Samstag. Also morgen ist Freitag. Morgen oder Samstag werde ich...
die Sachen fürs Badezimmer kaufen, neue Handtücher. Da muss ich mich noch für eine Farbe entscheiden. Das ist ja durch die beigen und braunen Fliesen gar nicht so einfach, sich da für eine Farbe zu entscheiden. Wir haben ja jetzt dunkelblau bei uns im Bad und das passt hier leider überhaupt nicht rein. Ich kann euch das gleich mal im Gästebad zeigen. Da hängt nämlich ein Handtuch von uns und es passt farblich einfach überhaupt gar nicht rein. Ich bin so gerade so auf dem Trip Mint. Ich glaube, das könnte ganz gut aussehen. Aber dann nehme ich euch dann auf jeden Fall auch mit. Wir haben Schlafzimmer und hier hat unser Vermieter auch ganz, ganz fleißig schon gespachtelt und auch alles ausgebessert. Und es wird jetzt auch, ja, vielleicht morgen komplett weiß gestrichen. Und dann wird dieses Zimmer auch ähnlich wie Lia tatsächlich. Unser Schlafzimmer wird nämlich auch Flieder bzw. Altmauve. Das ist dieselbe Farbe, die wir jetzt bei uns in der Küche haben. Und das ist der Rest, der noch übrig ist. Der ist aber noch halb voll. Und dann kommt nämlich hier diese Wand, kommt einmal komplett in Altmauve. Und dann kommt das Bett hier an diese Seite. Eigentlich ist es ja hier mit den zwei Steckdosen, sollte das Bett ja eigentlich hier stehen. Aber durch unser hohes Kopfteil wird das total sinnlos sein wegen der Schräge. Deswegen kommt das Bett hier an diese Seite. Dann können wir nämlich auch unseren Fernseher super noch hinstellen. Und hier auf die andere Seite kommt halt eben unser großer Kleiderschrank, den wir uns bei Ikea schon geplant haben, diesen großen Pax. Genau, auf Lias Bett warten wir auch noch. Lia bekommt ja ein neues Hochbett mit Rutsche. Und genau, das müsst ihr jetzt auch noch die nächsten Tage bestellen. Kann ich aber erst ab dem 25. Mai bestellen. Deswegen warten wir da gerade noch. Genau, aber dann kommt das Bett hier hin. Dann sieht man auch nicht mehr so viel von der Wand tatsächlich, aber ich glaube, das sieht nachher richtig schön aus. So ein weißen Bett dann davor. Genau, und bei June kommt ja das Bett hier an die Seite und hier kommt der Schrank hin. Das wird extra so ein Stufenschrank, damit er hier perfekt in die Schräge reinpasst. Ich wollte halt den Platz wirklich so gut wie möglich nutzen, dass sie auch wirklich genug Spielplatz haben noch. So, und jetzt gucken wir unten, was der Felix macht, ob der da schon weiterkommt. Das hier wird natürlich auch gestrichen. Ich hatte euch ja, glaube ich, erzählt, dass hier oben ein Loch in die Decke kommt. Und das machen die erst auf, da oben. Und dann wird hier gestrichen, weil da steht natürlich hier auch ein Gerüst. Und sonst, die müssen da oben halt die Decke komplett wegreißen. Und dann ist das hier halt, also wird vielleicht noch dreckig. Deswegen wird das erst nachher gestrichen. Und hier, was wir hier im Flur vorhaben, das zeige ich euch auch nachher noch. Aber Felix, der schüttelt jetzt einmal die Farbe. Sollten wir den Stachboden? Ich glaube, nochmal rühren wir nochmal besser. Ich habe da gute Erfahrungen. Wenn man starten lassen soll, das ist ja. Nee, um diesen. Genau. Aber das mit dem oben mit dem Durchbruch, das werden wir euch dann auch alles zeigen. Eventuell sind wir dann nämlich schon eingezogen, tatsächlich. Ja, aber jetzt muss ich erstmal für diesen Kurs den Rührstab holen. Da bin ich sehr gespannt, wie die Farbe gleich an der Wand aussieht. Ihr könnt ja gerne mal schätzen, ich glaube, ich habe das noch gar nicht erzählt. Könnt ihr gerne mal schätzen, wie viel Quadratmeter das Haus hier hat. Bin ich mal gespannt, was ihr sagt. So, hier schützt. Mama, guck jetzt! Schöne Leiste. Ja, die kommt eh weg. Seht ihr, dass wir da mit Lias Zimmer gestrichen haben? Das ist natürlich alles ausgewaschen. Felix rührt jetzt hier schön die Farbe. Ich finde sie so ein bisschen grau. Grau, ne? Ja, schön ist das. Also geht eher wenig. Elefant. Ja, stimmt. So ein bisschen Elefant. Sie geht so ein bisschen wenig ins Beige. Ist nicht ein bisschen zu wenig Beige? Das sehen wir gleich.
super GAU. Farbe leer. Wand nur halb gestrichen. Oh Mann, jetzt muss ich morgen erstmal neue Farbe holen. Naja, auf jeden Fall ist hier jetzt ein Trittschall schon, belegt jetzt schon Laminat. Ich darf jetzt schneiden. Zeigt euch mal, ob ich das kann. Das ist unser Schneider. Ich habe gesagt, wir haben uns hier für einen etwas dunkleren Ton entschieden. So sieht der aus. Ich hoffe, das passt mit unserem Esstisch zusammen. Da habe ich mir gerade mal Gedanken gemacht. Ich glaube, das könnte sich ein bisschen beißen. Aber sonst, Schatz, was sagst du? Meinst du, es passt? Mit dem Esstisch müssen wir nochmal schauen. Hier sieht es nochmal im Schatten. Auf jeden Fall auch echt ein schöner Boden. Ich glaube, das passt auch gut zur Wand, wenn die denn mal ordentlich gestrichen ist.